Oh, guten Morgen, heute ist Samstag. Bin ein bisschen eher hier. Muss nämlich ein paar Mieträder vorbereiten. Also, wir schauen mal, was der Samstag so bringt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ein bisschen, hab schlecht geschlafen. Oh, furchtbar. Ja, so ist das. Manchmal schläft man halt schlecht. Später. Die ganzen alten Sachen werden heute sortiert hier. Moin, na? Was darf sein? Ich habe keine Ahnung, ich brauche deine Hilfe oder dein Rat, Mann. Wobei denn? Was? Ey, was denn? Was hast du denn für ein Hier, Problem? wenn ich trete, das knackt immer. Und Ja. wollte mal fragen, was das kostet, das in Ordnung zu bringen. Das springt über die Ritze Nee, rüber. es knackt einfach nur immer beim Treten. Vielleicht ist innen drin bis ausgelutscht oder fehlt Fett. Ich möchte Erstmal Fett auf der Kette, das höre ich schon bis hier. Ja, okay. Ja, danke Soll ich fürs es mal reinbringen oder? Ja, komm mal runter. Mal schauen hier, was du wieder für ein Wunderwerk der Technik bringst. German Engineering. Ja, ich hab. Ja. Wie geht's? Alles gut, Familie? Ja. Bonsai wächst. Ach, der Bonsai. Ist eingegangen. Der braucht noch mehr Licht natürlich. Kannst du einfach drohen. Ich habe jetzt wieder so einen gefunden. Tretlager ist kaputt. Ja, was kostet das? Wenn du mir das so. Und ich habe noch einen Wunsch. Ich möchte eine 7-Gang-Schaltung dran haben. Weil ich mag, ich habe mir das gebraucht gekauft. Ich mag das irgendwie, das Fahrrad. Und ich habe gemerkt, wenn ich jetzt ein Berg, ja, weil da war so Ami-Reklame drauf. Ich wollte eigentlich das nochmal neu machen, aber jetzt habe ich so viel Arbeit, bin ich nicht zugekommen. Es rollt super, aber wenn ich einen Berg hochfahre, muss ich mich einfach zu sehr anstrengen immer. No, das ist ein Sammlerstück entwertet, aber naja, so ist es dann. Ich habe ein Sammlerstück entwertet, Ja, ja. so ist Okay. es. Weil ich den Aufkleber abgemacht habe. Na, weil du zerkratzt hast den Rahmen, ja, in der Art und Ja, Weise. das war aber schon auch ziemlich angeschlagen und hässlich, die ganzen. Ich wollte Technik. eigentlich nur die Aufkleber abmachen. Und Ging nicht. Und da habe ich ging. meine Ziehklinge genommen. Ja. Heißluftföhn. Ja, okay, gut. Aber ich wollte es ja selber, ich bin ja auch Künstler und Gestalter. Und ich wollte jetzt mal selber einen Rahmen gestalten. Also das ist jetzt der Anfang. Aber jetzt mal. Was würde mich das kosten? Ja, also ein Tretlagertausch kostet 60 Euro. Ja, das ist eigentlich überall gleich. Das habe ich jetzt schon gecheckt. Und die Kette, ob das die Kette wird jetzt, die ist jetzt zu kurz. Du müsstest ja eine andere Kette nehmen. Wenn du einen Antrieb, Ritzelruf machen willst und Ja, schalten willst, ja. müsstest du auch eine längere Kette nehmen, Ja, auch eine alles neue. klar. So, Also. ja, also neue Ritzel, neue Kette und dann sollte es eventuell auch vorne mit dem Blatt irgendwie funktionieren. Obwohl es sehr nah dran ist am Rahmen, weil das ist ja wirklich hier, also wenn man eine Tretlager macht, dann, ich glaube, dann setzt man ein Stück in längeres ein, auch als Schleifchen am Ja, Rahmen. ach, vielleicht schon. Ja. Das hört schleift schon. Ja, okay. Ja, ich meine, damit hast du aber ruckzuck auf dem Rahmen durch mit so was. Was will denn der Gesamtpreis? Oh, Mensch, ey. Macht er schon wieder? Also jetzt, Schalter ja auch noch. ja, du kannst, ja, Schalter zu. also so eine Shimano, so eine leichte Schaltung, 7 Gänge reichen mir. Du bist bei bestimmt knapp 200 Euro. Okay. Ja, das ist eigentlich so überall zwischen, also ich habe jetzt das günstigste Angebot war 160, aber Naja. der Typ hat nichts von der Kette gelabert. Aber die Ja, muss ja da neu. hätte er dann wahrscheinlich bei Die der Kette ist ja Arbeit. 25 Ja, alleine. okay. Und also du kannst ja nicht die alte Kette nehmen. Na, also du bist bei knapp 200 Euro mit der ganzen Also, Geschichte. Das ist ein ich. einfacher Schalter, denn das ist nicht besonders. Ist halt wahrscheinlich so ein Drehschalter, würde ich denken. Oder eben so ein Klick, das musst Klick. du sagen. Oh, ja. Moin! Alles ja. gut? Was würdest du mir da jetzt für eine Schaltung empfehlen? Nee, du musst du selber wissen, was du haben willst. Ja, Willst ich du einen möchte jetzt Haubenschalldebel nicht oder? in der. Ja, ich möchte Oder willst du irgendwo. einen.
Hebel haben, so klick-klick. Also willst du klick? Ja, so, hier unten von so Shimano klick. Am liebsten, da habe ich gute Erfahrungen mit. Ja, da gibt es ja auch von bis, also deswegen muss man. Was gibt es da für Unterschiede? Gravierende. Also es gibt ja ganz einfache, dann die kosten kann ich vielleicht. Mir gleich ein neues Fahrrad kaufen. Ja, natürlich kannst du. Natürlich kannst du, ja. Ja, guck mal, es gibt ja wirklich Unterschiede. Ein Hebel gibt es von, sag ich mal, 100 Euro der Hebel, 10 Euro der Hebel bis 100 Euro der Hebel. Mhm. Also da, also einer, ein Hebel. Ja. Und brauchst ja nur einen. Ich meine, es sind 7 Gänge, du hast ja Glück gehabt. Ja. Brauchst einen 7-fach-Schalter und 7-fach. Ich glaube, da gibt es im Moment nur noch die billigen. Und wenn du einen alten Newton haben willst, aus der guten Shimano-Gruppe, dann bezahlst du locker 100 Euro. Also, das ist also praktisch 260 Euro. Alles zusammen. Nee, eigentlich knapp 200. Wie gesagt, mit einem günstigen Hebel. Okay. Ja, Hebel zu, Arbeit, Kassette, Kette, Tretlager. Und weil ich habe jetzt zweimal, also ich habe erst da oben ein Fahrrad gekauft, ja, bei dem Typ da oben. Und da war ich eigentlich richtig stinkig. Ich hatte nicht so viel Geld, aber irgendwie, weil ich bei André gearbeitet habe, hat er mich vertraut. Aber alle Speichen waren locker, alle Schrauben waren verrostet. Und ich bin dann hingegangen, habe gesagt, mach mal, ja, komm nächste Woche und so. Das fand ich eigentlich so. Und dann habe ich mir das auch gebraucht, woanders gekauft. Und dann war nach einer Woche schon das Tretlager kaputt. Naja, das ist halt, glaube ich, weiß nicht, ob es noch das Originale ist oder so, deswegen. Ja, und das weiß ich jetzt, ob das, jetzt habe ich überlegt, ob ich, nachdem ich das gerade von dir gehört habe, habe ich jetzt überlegt, dann hätte es ja schon über 500 gekostet. Was hast du bezahlt? Ich habe 200. Hi. Brauchst du was Schnelles? Nee. Noch nicht, na dann warte kurz. Ich habe 240 bezahlt. Also es wäre angesichts, eigentlich ist, ich muss es hier so sagen, es ist eigentlich ein Sammlerstück. Allerdings nur der Rahmen. Weil nur der Rahmen ist noch original. Der Rest ist ja alles nicht mehr, also der Vorbau ist noch original, der Rahmen ist original. Die Laufräder sind nicht mehr original, das ist alles später dazugekommen. Okay. Ja? Okay. Lager ist vermutlich auch nicht mehr original. Okay. Und wenn, dann ist es berechtigt, dass es auch kaputt geht. Und, könnte ich zum Beispiel auch einen Rahmen bei dir kaufen und alles, was funktioniert, weil ich mag den Lenker. Aber der Rahmen ist doch gut. Ich sage doch gerade, der Rahmen ist doch gut. Okay. Der Rahmen ist das einzige Gute an dem Rad. Warum willst du den Müll rumbauen? Ich mag ja auch die dicken Reifen, okay. Ja, ja, na, ja, da, die fassen ja da wunderbar rein. Habe ich voll lieb, ja. Das ist ja auch sinnvoll in Berlin. Klar, Kopfstempel. Ich wollte noch mal sagen, wenn du Probleme mit dem Bonsai hast, ich bin eigentlich Bonsai-Doktor. Ich habe jetzt schon wieder einen mit 5 Blätter von einem Kumpel abgekauft, denselben, aber nicht gepropft, sondern etwa so 50 Jahre alt, der Stiel so richtig verknöchert, wie eine Frau eigentlich so, die geht dann so auseinander. Ich habe hier auch Fotos auf dem Handy. Ja. Und wenn du Probleme hast oder... Ja, wir haben einfach nicht das Licht, das müssen wir schauen. Dann würde ich ihn auch zurückkaufen. Müssen wir sehen. Ja, ich würde ihn zurücknehmen. Normal ist das jetzt neue Erde geholt für den. Ja, hast du extra Bonsai-Erde gekauft. Ja. Okay. Und das Problem ist auch, also jetzt, ich kann auch ein anderes Mal kommen, das Problem ist, schau mal, die Wurzeln stoßen irgendwann auf den Boden. Ja. Und dann, wenn die auf den Boden stoßen und anstoßen, dann kriegt der keinen Sauerstoff mehr. Ja, und dann fallen die Blätter. Also musst du den rausholen und die Wurzeln abschneiden und unten Erde reinmachen, damit die Wurzeln wieder greifen können. Ja, klar. Und dann ist er auch prächtig. Da müssen wir mal gucken. Ich, wie gesagt, bei uns fehlt sowieso im Moment, müssen wir mal gucken, er kriegt erstmal neue Erde komplett, weil die alte ist wahrscheinlich... Also ich würde zurücknehmen, wenn du Probleme hast. Ja. Wenn er natürlich viel schlechter aussieht. Nee, naja, für weniger ewigen sowieso nicht her, das ist klar. Hat er denn Blätter verloren? Na, im Moment hat er alle verloren, weil jetzt haben wir den sowieso. Na, jetzt hat er klar, den verliert er ja immer im Jahr sowieso. Ist ja auch dunkel jetzt, dunkle Jahreszeit. Nee, der darf nicht die Blätter verlieren. Doch, das darf er. Haben wir auch schon nachgelesen. Das ist schon in Ordnung. Alles klar. Okay. Hat er ja schon mal zwischendurch und dann kam auch wieder neue, deswegen ist das schon in Ordnung. Er war richtig füllig, meine Güte. Also, ja, ohne Blätter kaufen die natürlich nicht für die. Nee, du solltest, du bist ja auch ja. Nee, alles klar. Okay. So, wie gesagt, nicht schlecht reden, wie gesagt.
2. Dann auf den Blatt doch nicht spannieren. Ich kaufe den nicht zurück. Ich auch gar nicht. Das will mir jetzt nicht ums Geld. Der bleibt bei uns. So. Was haben wir denn hier überhaupt für ein Problem jetzt? Ist der Teig ja noch nie gesehen. Oh mein Gott. Da ist es gebrochen. Und hier geht der Riss weiter. Also das habe ich ja noch nie gesehen. So ein Ermüdungsbruch. Quer durch die Tretkurbel. Da drin auch. Schauen wir mal und gucken uns das an. Sieht aus. Bis gleich. Schrott für die Welt. Wer möchte Schrott gucken? Kann er Schrott gucken? Soll er Schrott gucken? Den Schrott will er gucken? Kann er gucken? Leidenschaft. Passion. Wieder. Genau. Erstmal kurz im Arm hier. Ja, genau. Einfach so. Einfach so, weil. Schrott hier, gleich hinter. Schrott hier? Da, wo die Fahrradrahmen drin steckt. Genau, das ist alles Schrott. Die gelbe Tonne. Die gelbe Tonne? Okay. Schrott. Da weiß ich mir schon wieder Schrott auf. Ich bin voll Idiot. Na, muss ja nicht. Ja, ich weiß. Das will ich helfen noch nicht. Ah, ist ja. Ich bin schlimm. Da drin. Im Aufhalsen. Ja. Wenn das jetzt mal für dich machst, ist das ja in Ordnung. Also, Schrott? Die Schrott, ja. Cool, sehr geil. Cooler Schrott. Es gibt keinen Schrott, das ist jetzt. Nee, eigentlich ist der Schrott. Hier ist nur Rohmaterial. Ja. Ich finde doch die Dose geil eigentlich, weil die so mega fett ist. Das ist ja keine Alu-Dose von uns, sondern die ist ja irgendwo, die ist ja so, weißt du, so diese Materialverschwendung, die da bei dieser Dose passiert. Scheiße, ja. Ja. Da könnte man echt ein geiles Lampengehäuse draus bauen. Einfach nur so eine Dose, so eine Weizenlampe, so eine Tonnenlampe. Ja. Oder sowas. Fände ich cool. Aber ich hab keine Zeit für sowas. Die schenke ich dem Laden da vorne, den ich gerade ausgebaut habe. Den Dion. Warst du da schon mal? Gefolge. Da war ich. So. Mein Kaffee von heute Morgen. Ja, Schrott sammeln. Schrott für die Welt, statt Brot für die geht Welt. Geht doch noch. Voll gut, ja? Ist gebrochen. Ah, wo? Also, für Fahrrad und Torbisch. Ah, ja, okay. Hat die mich jemand aufgebogen? Ja, ja. Kenn ich. So, natürlich, ist in Ordnung, ne? Spannschraube ist in Ordnung. Normalerweise ruppe ich die Dinger ja auch noch auseinander. Die packe ich mir beiseite, die sind ja okay. Also, aber... Lass mal, das ist alles aufgebrochen. Auf alle Fälle ist Tommy mit dem Fahrrad jetzt hier fertig. Ja, so ist es. Dann machen wir gleich später wieder weiter. Ich dreh auch immer am Rad. Um Gottes Willen. Was? Ha? Du drehst auch immer am Rad? Das ist ja auch geil hier. Schön. Hier gibt es ja den, kennst du bestimmt auch, ne? Markus, den Checker hier von den Teilen, der wird es auch sofort lieben. Ne? Ja, das ist ganz geil. Geile Farbe. Ja. Verkaufst du das? Ich verkaufe ihn. Für wie viel? Huni. Huni. Hat das so eine geile Zweigangschaltung vielleicht? Ne? Nee, hat das nicht. Hat das nicht. Nee, ja, aber so, das ist wirklich, ja. So sind die. Dem Rahmen, das ist schon toll, mit dem integrierten. Ja, echt, ja, voll geil. Der goldene Aufkleber da drauf ist schon auch schon geil. Ja, was für mich ja wahrscheinlich ist, mir ja zu klein. Ich bin da. Ich bin generell zu klein. Ja. Weil das ist halt echt nur so. Und das ist ja so wie das hier, das ist ja auch für Erwachsene. Nee, aber ich hab. Ja, geil. Nee, aber ich habe ja schon. Bei sowas bin ich dann irgendwie praktischer drauf. Ich habe immer mal so ein neues halt gefahren, so neu aus dem Bahn.
so geil fahren lassen. Halt, ne? Also für meine Größe auch so. Ne? Ja. Da gibt es schon sehr geile Konzepte, ganz einfach so. Ne? Stehe ich da im Endeffekt auch mehr drauf, weil ich schon auch ganz gerne ziemlich rumheize mit den Dingern. Ja, ich liebe es. Sorry. Ich liebe es, mit meinem alten Diamant-Traffic umgeworfen, gerade irgendwie alles kaputt zu fahren. Die Yuppies hier zu versägen, weißt du, mit ihren super Single-Speed-Dingern. Ja, das ist ja auch nicht so schwer. Das ist ja auch nicht so schwer. Naja, also, nee, das finde ich auch eigentlich. Ich könnte sogar einen schwereren Gang sonst könnte ich brauchen, aber muss auch nicht sein. Na super! Aber das. So, er putzte einen Steuersatz. Ein Steuersatzteil. Die Lager muss ich ersetzen. Die sind nicht mehr vorhanden. Aber der Rest ist wunderschön und erhaltenswert. Kostet bestimmt 60, 70 Euro Steuersatz. Komm mal. Locker. Kuka-Nase. So. Schön. Und so weiter. Oh, der Thorsten ist da. Und die 11 Räder sind jetzt gerade weg. 12 Räder sind jetzt gerade weg. Um 16 Uhr. Meine Güte. Ah, was ist das? Sollen wir machen. Und weiter gibt es nichts zum Richten. Weiter ist nichts passiert. Ich habe draußen aufgeräumt. Ein bisschen gefegt. Ist richtig ungewohnt aus, ohne die Mieträder. Na, und das war's. Mehr nicht. Vielleicht passiert ja noch was, dann mache ich wieder an. Bis dann. So, einer der spärlichen Aufträge heute ist ein Schlauchwechsel. Samstag ist es wunderschön, es ist total ruhig in der Stadt. Also irgendwie, also in der Stadt kann er nur von dieser Straße eigentlich reden. Es ist ruhig in der Straße. Kaum was los. Jetzt hole ich Marathon Plus. Also, hier kommt jetzt hier rauf und zwar, ich weiß nicht, mal Teilbogen. So, Talkum. Kokainum. Dann in den Mantel rein. Jetzt noch ein Schlauch. Schlauch. Hier nichts zu tun. Es ist nichts gegenüber vor 2-3 Jahren oder
wo manchmal an solchen Tagen, wenn Sonne war, 10, 12 Leute gleichzeitig was wollten hier. Was auch nicht angenehm war. Also ja, kommt da nicht hin, also das ist schon länger her. So 5 Jahre oder was. War zwar ohne so ein Dollar im Endeffekt, aber es war ein Wahnsinn. Das Ende ist ein Zuzug. Hab die falsche Hand geholt, Mann. Und nochmal von vorne. Thorsten schläft da drin wieder mal was ab. Ja, muss in der Werkzeugkiste drin sein. Blaues Rad. Blöd. Schick mir mal an. So. Hallo? Was? Eine Pumpe? Ja, hier. Dass das da drin ist. Der Schlauch, ja. Wenn ich es wechseln soll, musst du es da lassen. Das ist einfach abstellen. Aber ich weiß nicht, weil es kaputt ist oder nicht. Na, dann kannst du von der Pumpe pumpen. Ja, das ist ja. Ja. Schön. Na, einfach an der Seite, ist ja die ganze Hauswand frei. Die Normalfahrt natürlich passt nicht, ne? Doch, passt doch. Geht klar. Also, ne, das ist zu gut. Kann ich nicht benutzen, das ist zu klein. Was ist denn? Ich weiß nicht, das passt nicht auf das Ventil. Natürlich. So oder schauen wir mal, wir pumpen aus.
Wie bitte? Jetzt möchtest du die Fragen, seit wann bist du offen? Ja. 21 Uhr. Aber. Ja. Funktioniert? Ja, du hast Zeit. Dann komme ich wieder. Ja, du hast Zeit bis um 9. Ja. Bitte. Ciao, ciao. Ach, das ging schnell. Ja, so sieht das aus. Fertig. Wundervoll, ich freue mich. Mindestens 8 Minuten Material zusammengekommen. Das ist unglaublich. Bis dann. Es regnet. Mit Sonne. Dann gibt's Regenbogen. Gucken, wo der kommt, der Regen. Aber heute nicht, heute nicht. Zu wenig Regen. Fahrradständer an diesem Radl. Da haben wir einen. Werden wir wohl gebrauchen. Den plus den. Oh.
Uiuiui. Wartet. Also, was soll ich zu euch sagen? Der Tag heute ist nun fast um. Jetzt haben wir noch eine Stunde. Und ich habe mehr aufgeräumt oder geräumt. Von A nach B, Kleinteile verräumt. Papiere geordnet, so eine Sachen alles gemacht. Und heute ist echt wenig passiert. Vermietung war ein bisschen was. Aber nichts, was ich aufzeichnen konnte. Deswegen laber ich jetzt hier noch so ein bisschen rum. Ich habe zusammen vielleicht 15 Minuten, 30 Minuten Film zusammengeschnitten für den Querschnitt heute, weil heute war echt nicht. Das war langweilig. Vielleicht kommt ja noch was. Glaube ich aber nicht. Nee, auch die Dame wollte nur anhalten zum Telefonieren. Es ist wirklich nichts los. Es ist unglaublich. Ich habe geräumt. Hier vorne. Habe ich aufgeräumt? Das sieht man nicht, aber ich habe aufgeräumt. Die Kiste nämlich mal aufgeräumt. Die Kiste da unten aufgeräumt. Ja. So. Papiere sortiert, das dauert alles ein bisschen. Ansonsten ist hier auch schon wieder überall Zeug angefallen von heute. So ein bisschen was zu tun war, aber nicht viel. Dann habe ich das hier, das Fach mal aufgeräumt. Auch das sieht man nicht. Aber mal Lenkerbänder zu Lenkerbändern. Hier die Tachometer, die alten Papiere auch hier aussortiert und woanders rein. Kleinteile bleibt hier. Schlüsselproblematik hatten wir nämlich heute Morgen und ich weiß nicht, wo meine Schlüssel hin sind. Ich vermisse zwei Schlüssel, die ich nicht wiederfinde. Ja, hier die Papiere für die Mopeds. Ist ja alles hier drin. Zu und fertig. Und ich habe eine Schlüsselkiste mit Schlüsseln, wo ich nicht weiß. Zu. Wohin würde ich hier nicht hören? Ja, wo ich die einsortieren soll. Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich, wo es hinkommt. Das auch. Immer wenn ich sowas dann in der Hand habe, zack, rinne in die Kiste hier. In die Kiste, die alles erstmal schluckt, bevor es dann sortiert wird. Thorsten hat heute hier unglaublich lange an diesem Ding geschliffen. An diesem hässlichen Kackrahmen, um den Rost hier runterzuholen. Hier ist er rostvoll. Hier ist der Rost ab. Aber dann nimmt man natürlich unheimlich viel Material weg von dem Rahmen. Ich weiß auch nicht, die Arbeit, die er da immer reinsteckt in die Dinger, das bezahlt ihm kein Mensch. Also ich habe ihm den Rahmen geschenkt, habe gesagt, mach bitte, ich würde ihn wegschmeißen. Für mich lohnt es sich nicht. Am Ende sieht er natürlich geil aus, aber dann hat er so viel Zeit drin gesteckt. Macht halt keinen Sinn. Normalerweise. Also geschäftsmännisch betrachtet macht das keinen Sinn. Jo, ansonsten ist heute gar nichts passiert. Wirklich gar nichts. Überhaupt nichts. Hier hinten hat sich nichts geändert. Nochmal ein kleiner Rundgang. Denn seine Truhe steht immer noch hier. Sein Friedrich, sein Fritze. Nichts verändert, nichts. Außer, dass Thorsten immer die Räder von hinten nach vorne räumt. Die ich dann wieder von vorne nach hinten räume. So wie das jetzt wieder. Das hat er wieder nach vorne geholt, weil er es so schön findet. Ich will es aber ja nicht verkaufen. Deswegen packe ich es wieder nach hinten. So total bescheuert. Immer so ein Spielchen anscheinend zwischen uns. Aber schnell mal vorne packen, damit es jemand sieht. Und ich immer schnell nach hinten packen, damit es keiner sieht. Also total bescheuert. Das ist natürlich kontraproduktiv. Er hat ja eigentlich recht. Eigentlich muss man diese schönen Teile, diese seltenen Teile, muss man rauspacken. Damit die Leute stehen bleiben und sagen, wow, wow, geil. Allerdings ist es aber auch andersrum. Du packst die geilen Teile raus, die Leute denken, wow, wow geil, was kostet sowas? Und du sagst, na, das will ich gar nicht verkaufen, das steht nur so zur Deko da. Dann sind viele auch frustriert und sagen, das schöne Sachen willst du nicht verkaufen, weil den Müll. Ja, so ist es aber normal. So will man das halt immer machen. Man will den Müll zuerst verkaufen. Und der Müll ist ja kein Müll in dem Sinne, aber gegenüber sowas, natürlich was so selten ist und so ein Sammlerstück ist, wirkt so ein normaler Draht eben nur mal schnell auf wie ein Müll.
ist halt dann auch nichts Besonderes. Ein normales Rad ist ein normales Rad, kostet 80 Euro bei mir. Da geht das los mit den fahrbaren Rädern. Jo. Ja, müssen wir mal schauen. Jetzt packe ich sie da nach hinten. Und dann sehen wir uns gleich nochmal. Bis gleich. So, jetzt sind wir im hintersten Winkel angekommen vom Laden, wo ich dieses Rad erfolgreich in eine Ecke schiebe und dann dort verstecke. Ja. Zack. Bitte nicht gucken, nicht kaufen wollen. Ah, das ist jetzt noch eine Krankheit von mir. Eigentlich könnte ich es ja verkaufen. Ich habe ja hier noch, wie man sieht. Aber eben die Dinger, die wachsen ja nicht mehr nach. So was wie das hier, das wächst ja nicht mehr nach. Das habe ich mal weggegeben und habe es bereut. Der zeigt es wieder. Ist zu mir gekommen durch einen glücklichen Zufall. Ich habe einen Preis dran stehen. Wenn ihn niemand bezahlen mag, ist das Rad auch verkauft. Also ist das natürlich auch zu verkaufen. Ich sollte das hier auch machen. Einfach so einen Schutzpreis ran. 400 Euro. Zack. Weg. Man findet nirgendwo im Netz zum Teil. 400 Euro. Warum nicht? Weg. Hat er eigentlich recht. Genau. 400 Euro. Weg. Die Dinger hier Stück 80. Ich sollte sie rausstellen. Die Klappräder, gehen sie eigentlich weg. Ja, aber dann habe ich ja keine mehr. Oh, ich armer Kerl. Was für ein Leiden. Eigentlich interessiert es mich überhaupt nicht. Oh, so ist das. Dann habe ich halt keine mehr. Wird sowieso nie vorkommen. Ich habe immer genug von allem. Also zumindest Material. Geld nie. Geld hat man nie genug. Hat man sowieso ja keins. Also insofern, alles richtig gemacht. Ich habe nur mein Hobby. Das ist dieser Laden hier. Ja, ich hoffe, euch macht irgendwie in gewisser Weise wenigstens ein wenig Spaß oder ihr habt Interesse daran, euch diesen Kanal anzugucken, weil wenn man so ganz ohne da bin ich wieder, wenn man so gar keinen Feedback denn bekommt, da ihr weiß ich ja, nee, gefällt es euch oder nicht. Ich kann natürlich aber auch nichts anderes machen, als was ich gerade mache. Es ist kein Kanal, wo ich auf irgendwie was darstelle oder so, sondern ich bin halt einfach so, wie es ist. Der Laden ist so, wie er ist und die Menschen hier drumherum, die ganzen Mitwirkenden sozusagen, die sind einfach so, wie sie sind. Es mag sein, dass sich der eine oder andere vor der Kamera verstellt, oder von der Kamera unwohl fühlt oder irgend sowas. Kann halt sein, dass sie natürlich, wenn man sie so privat kennenlernt, ganz anders sind. Aber also ich kann nur für mich sprechen und die, die ständig hier sind, die geben sich vor der Kamera genau so, wie sie sind. Ja. Ja. Und ich hoffe, es macht euch ein bisschen Spaß. Und wenn es euch Spaß macht, erzählt es doch weiter. Und vielleicht gibt es auch andere Leute, die das toll finden. Damit doch irgendwann mal so eine Art bei diesem Chat, damit da nicht so ein Stillstand ist oder so. Damit beim Chat auch vielleicht mal was entsteht unter euch, Gespräche und jetzt sind jetzt vielleicht 5-6 Mann, die sich täglich immer beteiligen, aber wenn die 5-6 Mann ab und zu mal was schreiben, so was sie selbst erlebt haben oder so, ja, nicht, dass ich kann halt auch nicht immer antworten oder nicht mit dem Anspruch, dass ich dann jedes Mal antworte auf jede Chat-Geschichte oder so, das werde ich wahrscheinlich nicht machen können, weil wenn hier was los ist, ist was los. Wenn nicht los ist, naja, dann mache ich meist irgendwas, sortiere ich was, weil dieser Laden ist so groß, dieser Laden ist so voll, dieser Laden ist einfach mächtig und verlangt jeden Tag nach Aufmerksamkeit. Und wenn hier 3 Leute drin sind, da machen 3 Leute, das ist wie oben im Kinderzimmer bei uns, bei unseren Kindern. Wenn da 3 Kinder drin sind, dann machen die halt alles Chaos innerhalb von 2 Stunden. Und wenn hier 3 Leute einen Tag lang in diesem Laden sind und jeder macht irgendwas anderes, dann ist hier am Ende Chaos ohne Ende. Und da muss das jeden Tag wieder aufgeräumt werden. Man glaubt es nicht, man kann nicht Ordnung reinbringen, ohne wie gesagt, am Ende wieder aufräumen zu müssen. Also muss bleibt nicht die Ordnung, die bleibt einfach nicht, die man reinbringen möchte. Das Schloss quietscht, ich werde ölen und dann schließe ich hier mit diesem Tag. Dann haben wir noch ein bisschen Material zusammengekriegt mit Gelaber, was keinen Menschen interessiert. Eventuell doch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr treu bleibt, dabei bleibt und ja, vielleicht auch mal sogar vorbeischaut. Ja. Also Laden zum Anfassen.
könnt ihr mal vorbeikommen, eine Tür anfassen. Habt ihr den Laden schon angefasst? Ne? So einfach so, bürgernah gebe ich mich im Wahlkampf, ja, bin ich bürgernah. Im Wahlkampf, ja, 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 ja. Im Wahlkampf, ja, bin ich bürgernah. Und die anderen Jahre, sonderbar. Im Wahlkampf, ja, im Wahlkampf, ja. Da bin ich bürgernah. Ne? So einfach ist das. Trifft auf jeden Politiker zu. Also, wir sehen uns dann wieder am Montag. Stimmt ja nicht, wir sehen uns vielleicht sogar morgen. Dann werde ich eventuell kurz mal was hochladen, weil ich ja, ich kriege ja, ich habe schon den Schlüssel für die Haustür. Habe ich noch nicht. Aber ich habe den Schlüssel für die beiden hinteren Türen zum Hof, den Schlüssel für den Briefkasten und den Schlüssel für den Müll, den ich sowieso schon habe. Für meine andere Wohnung. So, und ich kriege nämlich noch ein Büro und ich freue mich so, ich kriege ein Büro. Und wieder ein Lied. Ich freue mich so, ich kriege mein Büro. Das ist natürlich nicht wahr. Eigentlich ist es unser Wohnzimmer, weil wir nur eine Zweiraumwohnung haben und drei Kinder haben. Was wird dann wohl passieren mit dem zweiten? Der eine Raum ist Kinderzimmer, der andere Raum ist Wohnzimmer. Na, was wird dann damit wohl passieren? Das wird auch ein Kinderzimmer werden. Ich ziehe um, ein Haus weiter sozusagen, ein Eingang weiter. Mit dem Wohnzimmer. Also das Wohnzimmer, Empfangszimmer etc., Gästeraum, was auch immer, kommt dann ein Haus weiter, andere Adresse. Finde ich nicht schlecht, befindet sich nämlich genau über dem Laden hier. Ja, also meine Wohnung befindet sich ja da, nicht der Laden. Und mein Gästezimmer befindet sich, ich zeige es euch, nämlich hier. Und zwar da. Da an der Decke, dadurch, da wohne ich, denn, also wohne ich nicht, sondern da ist unser Wohnzimmer demnächst. Also im Winter werde ich mich dort sehr oft aufhalten, weil im Kinderzimmer kann ich nicht arbeiten. Das ist mein Arbeitsraum, das ist Marlies ihr Arbeitsraum. Und da freue ich mich, da bekomme ich morgen den Schlüssel und dann machen wir zuerst die Besichtigung zusammen. Seid ihr dabei? Da würde ich mich freuen, auf alle Fälle. Und dann wird gleich umgebaut, sofort, bum, bum, bum. Wenn ich einen Mietvertrag habe, geht das los. Also bis morgen oder bis Montag spätestens bin ich wieder da für euch. Ciao.